Habe Ehre, herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Ich melde mich heute mit meiner Verlobten Johanna aus Nenzingen am oberen Ende des Bodensees. Johanna, was ist der Grund für unseren Besuch? Auf der Hochzeitsmesse in Dornbirn haben wir den Goldschmied Michael Alexa kennengelernt. Goldschmied im Sinne von Lederschurz, Hammer und Funkenflug, mittelalterlich? Auch, aber in Kombination mit modernster Technik. Und das schauen wir uns heute an. So, hallo, hallo, schönen Tag. Hallo, 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 Alexa, hi. Hallo. Danke schön, hallo, und dass wir kommen dürfen. Gerne. Danke. So, ja, es ist ja schon ein paar Tage her, dass wir uns auf der Hochzeitsmesse in Dornbirn gesehen haben. So ist es, ja. Also unser damals, vielen Dank, unser damals wirklich die Schlichtheit der Präsentation ihrer Einzelstücke beeindruckt und da wir auch wissen, dass Sie natürlich schon sehr spezielle Stücke arbeiten, haben wir uns entschlossen, Sie heute zu besuchen. Ja. Vielen Dank dafür, ja. Sie hatten sich ja wahrscheinlich jetzt auch schon in der Zwischenzeit ein bisschen Gedanken gemacht, wie Sie sich Ihre Trauringe vorstellen. Mhm. Können Sie uns mal da ein bisschen dazu erzählen? Naja, wir wollen den Ring von Johannes Oma, möchten wir gerne einarbeiten in beide Ringe. Genau, ja, also ein sehr spezielles Stück. Okay, das muss ich mal genauer anschauen. Meine Oma, Gott hab sie selig, danke. Ja, da ist jetzt eine etwas ungewöhnliche Stempelung drin. Das ist ein scheinbar 250er Gold. Das ist mir so nicht untergekommen. Ist wirklich dann was ganz, ganz Spezielles. Ja, die hatte das 56 Jahre nach dem Tod vom Opa noch, also deswegen sehr wichtig in Familienabschied. Ja, das ist natürlich ein schönes Schmuckstück, das man dann da praktisch mit in die Trauringe einschmelzen könnte. Jetzt haben wir halt dann natürlich das ist eigentlich kein Problem, aber es ist halt die Tatsache, dass dieser Ring allein jetzt natürlich vom Material her nicht reicht, dass wir da zwei Trauringe möchten, weil ich nehme an, Sie möchten wahrscheinlich jeder eine Trauring haben. Mit ja, immer gerne. Ja. Und von dem her müssen wir halt ein bisschen Material dazu machen. Und es handelt sich jetzt zum Beispiel um eine Gelbgoldlegierung. Und das ist also kein reines Gold, sondern diese Zahl 250, die beziffert den Gewichtsanteil in Gold dieser Legierung. Legierung heißt, es ist eine Mischung aus verschiedenen Metallen. In dem Fall ist das eine Mischung aus Silber, Kupfer und Gold. Und aus diesen Materialien wird dann praktisch, je nachdem, wie Sie die Zusammensetzung und die Farbe möchten, wird dann praktisch ein Verhältnis errechnet. Das heißt, wenn wir ich würde vorschlagen, wir nehmen ein 750er Gold, das ist chemisch sehr, sehr beständig, hat eine sehr schöne Farbe, weil der Goldgehalt relativ hoch ist. Und gleichzeitig ist es sehr, sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Trauringe. Und wenn Sie jetzt praktisch, wenn wir uns auf diesen 750er Goldgehalt einigen, können wir die Farbe dahingehend definieren, dass wir diesen Anteil Silber und Kupfer variieren. Und je nachdem, wie wir dann eben die Zusammensetzungen wählen, können wir dann eben die Farbe von diesem 750er Gold bestimmen. Also meine Verlobte und ich hätten uns dafür entschieden, dass wir das Ganze in Roségold haben möchten und mit gehämmerter Oberfläche. Mit gehämmerter Oberfläche, gut. Dann würde ich doch vorschlagen, ich mache da mal so ein kleines Muster, so einen kleinen Goldring aus dem anderen Material, dass Sie mal sehen, wie sowas aussehen könnte. Sehr schön, das schauen wir uns gleich in der Produktion an. Zuvor sehen Sie noch die Meldungen des Tages, unter anderem die Eröffnung der neuen Saunaanlage im Val Blu. In Bludenz wird in Zukunft ordentlich eingeheizt. Denn das Val Blu hat in den letzten 10 Monaten viel Zeit und Mühe investiert, um eine einzigartige Saunalandschaft zu erschaffen. Es ist eine wunderschöne neue Anlage, man sieht es. Wir haben eigentlich versucht, so diese Kernkompetenzen, die wir im Val Blu haben, das ist das Wasser, das ist die Erholung und das ist der Sport, zu vereinen und zu verstärken. Wir haben jetzt in der Sauna ein großes Warmwasserbecken, da oben ein Infinity Pool, herunten die Teichsauna mit dem Teich, eine große Außensauna mit verschiedensten Aufgusszeremonien, die stündlich dort stattfinden. Also, es ist um einiges größer geworden, die Sauna. Wir haben jetzt 3000 Quadratmeter Saunagarten, damit eigentlich ganzjährig ein tolles Saunaerlebnis, auch im Sommer und bei Schlechtwetter natürlich. Der ganze Innenbereich ist erneuert worden. 5 verschiedene Saunen mit Infrarotsauna, Dampfbad, finnischer Sauna. Am Samstag, den 24. März, werden die Saunabänke erstmals eingeheizt und für die Besucher geöffnet. Ab Mai gibt es dann die nächste große Eröffnung. Der 18. Mai ist eigentlich dann das große Eröffnungsfest, wo man noch einmal gemeinsam diese beiden Bauetappen, Freibad und Sauna, zusammen eröffnet. Und
Der TBC-Verdacht bei einem Kind aus Dornbirn hat sich bestätigt. Das Kindergartenkind dürfte sich bei Rindern am familieneigenen Hof angesteckt haben. Dem Kind gehe es gut, es wurde bereits vorsorglich therapiert. Inzwischen starteten die Umgebungsuntersuchungen. Wir dürfen jetzt dem Goldschmiedemeister Michael Alexa und wir direkt über die Schulter schauen bei der Arbeit. Er wird uns verschiedene Hammerschlagstrukturen zeigen. Herr Alexa, wie schaut das Ganze in der Fertigung aus? Also da wird praktisch mit einem Hammer wird dieser Ring auf einem Riegel geschmiedet und je nachdem wie diese Beschaffenheit dieses Hammers ist, entsteht dann eben ein bestimmtes Hammerschlagbild oder eine Hammerschlagstruktur auf dem Ring. Mit so einem glatten Hammer sieht das Resultat dann in etwa so aus. Man kann natürlich auch einen Hammer nehmen, den man entsprechend vorbereitet mit einer gewissen groben Struktur und wenn man dann das nachhämmert, wird das Ganze entsprechend rauer und das ist im Prinzip eine Technik, die schon wirklich uralt ist, also die gibt es schon deutlich länger als das Mittelalter. Und wir verwenden eben diese alten Techniken in Kombination mit neuester Hightech-Technologie, wie zum Beispiel 3D-Druck oder Laserbearbeitung, um tatsächlich ihre Ringe dann zu kreieren. Also traditionelle Fertigungstechniken mit modernster Technik kombiniert. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Alexa. Und Sie sehen jetzt die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Der deutsche Felix Klieser kam ohne Arme zur Welt und ist heute ein internationaler Tophornist, der von Konzert zu Konzert reist, auch zur Schubertiade. Die Vorarlberger Polizei verzeichnete 2017 einmal mehr die bundesweit höchste Aufklärungsquote bei Straftaten. Drogendelikte und Cyberkriminalität sind massiv angestiegen. Die Gletscher gehen weltweit zurück, auch in Vorarlberg. Experte Günter Gross misst das ewige Eis im Ländle jedes Jahr. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jedes Stück, das das Haus Alexa verlässt, ist einzigartig. Als ob das nicht schon speziell genug wäre, haben wir noch was Besonderes jetzt für Sie. Frau Alexa, bitte. Das ist unsere Bodensee-Kollektion. Die ist entstanden. Wir wollten einen emotionalen Begleiter erschaffen. Für alle, die den Bodensee lieben, die Sehnsucht nach dem Bodensee haben oder dem Bodensee verbunden sind. Und ich kann es ganz kurz und knackig beschreiben. Ein Stück Heimat am Arm, ein Stück Urlaub am Hals und den kleinen See im Ohr. Herzlichen Dank auch für die Vorstellung dieser Besonderheit. Ja. Um den Bodensee herum ist es heute nicht besonders schön. Wie es die kommenden Tage wird, sehen Sie jetzt noch mit dem Kachelmann-Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, alles Liebe. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Wir stehen fast mal Ende März und wir reden noch über Schnee. Im Moment noch eher eine winterlich kalte Phase. Freitagmorgen, da hat es noch einmal geschneit. Unsere Regenmesser, unsere Schneehöhenmesser, die melden noch fleißig. Und so hat zum Beispiel St. Gallenkirch 17 cm Schnee gemeldet. Buch, Frastanz und Nenzing, da lagen am Freitagmorgen 3 cm. Tagsüber ist dann das Ganze schnell wieder weg. Und wettermäßig geht es jetzt in Richtung Wochenende, in Richtung Samstag, doch vorübergehend aufwärts. Das Wochenende sieht nicht schlecht aus, bevor es dann in der Karwoche tendenziell eher wieder abwärts geht. Ein kühler Start in den Tag, minus 1 Grad so im Rheintal und Wallgau, minus 3 Grad in den Seitentälern, im Montafon, im Bregenzer Wald. Also die Nacht wird klar, es wird noch einmal kalt und dann gibt es aber dafür als Entschädigung sozusagen viel Sonnenschein. Ein richtig sonniger Tag, vielleicht in den Morgenstunden so im Rheindelta. Ein paar Dunst- und Nebelbänke, die verschwinden rasch. Und dann im Laufe des Samstagnachmittags so von Oberschwaben, vom Allgäu herein in Richtung Vorderwald ein paar hohe Wolkenfelder. Die stören aber nicht. Also ein richtiger, toller Tag zum im Garten zu verbringen oder auch zum Wintersport auf dem Golmerjoch zum Beispiel minus 1 Grad auf gut 2100 Meter Höhe. Wetter passt also am Samstag, auch am Sonntag ein ähnliches Bild. Es gibt dann dort ein paar Wolken mehr im Laufe des Tages. Es ist nicht mehr ganz so strahlend sonnig. Im Laufe des Sonntagsnachmittags werden die Wolken etwas dichter. Aber der Vormittag eigentlich noch viel Sonnenschein. Auch dort wieder eine kalte Nacht, 0 bis minus 3 Grad. Und tagsüber werden dann so 10 bis 13 Grad erreicht. Also insgesamt freundliche Aussichten in Richtung Palmsonntag. Anfang Woche, wie gesagt, Osterwoche, da sieht es momentan eher so nach nasskaltem Wetter aus. Da werden wir die 10-Grad-Marke vorerst nicht mehr überschreiten. Das war's vom Wetter. Für Gott bei Ländle TV.